Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, heute haben wir die Auswahl zwischen 7-mal gelbem Futter und 18 Diamanten. Dann nehmen wir natürlich die 18 Diamanten. So, das alles möchten wir nicht. Dann als erstes mal das Geld abholen. Und dann natürlich uns aufholen den Hafer. Da pflanze ich gleich auch mal neuen an. Was haben wir hier? Kaufe ein Pferd auf dem Markt in Füssen. Ich habe in Füssen noch kein Pferd gekauft, aber okay. Züchte 5 Apfelbäume in Deauville, die haben wir. Und was gibt es hier heute? 8 Äpfel verkaufen, das sollten wir hinkriegen. 4 Ranchers besuchen auch. Den Paddock reinigen auch. 5-mal blaues Futter und laufe Jagdrennen in Mexiko 6-mal. Das sollte alles machbar sein. Aber jetzt gibt es erstmal Hafer für die Kleine hier. Oder für den Kleinen. Das ist ja ein Hengst. Aber er braucht noch einen neuen Namen. Eco finde ich jetzt nicht so schön. Und danach gibt es Soja. Schauen wir mal, haben wir überhaupt. Huch. Oh, 2 Stück ist. Oha. Und auch die Karotten sind sehr, sehr wenig. Da muss auf jeden Fall gleich mal neu angepflanzt werden. Sonst können wir das mit dem Futteranbau auch gleich vergessen. So. Abholen können wir aber und dann einmal alles verkaufen. Ja, das war schon gut was zusammengekommen. Schauen wir mal. So. Und Soja für den Kleinen ist aktuell auch da und danach. Schauen wir mal, vielleicht schafft er ja jetzt Level 5. Ja, ganz knapp, aber immerhin. Und da ist er erwachsen. Schick, schick. Auch hier auf Stufe 3. Sieht er ja auch nicht schlecht aus, der Appaloosa. Zeig dich mal. Ja. Schick, schick. Ja, dann 12 Energie hatte von Anfang an. Das ist schon mal sehr schön. Schauen wir mal, können wir ja so ein bisschen Futter zumindest anbauen. Das reicht auch noch. Ja, aber hier nicht mehr. Na gut. Dann darfst du erstmal auf die Weide, Sunny. Gut, immerhin 11 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. So, ach so, wir müssten ja noch den Quizstand machen und dann noch gleich das Quiz von dem Sternzeichenpferd. Welche ist die einzige französische Zugpferderasse, die einen braunen Falbes Fell hat? Poitevin, Meran, Ardenner. Die oberste kenne ich gar nicht. Der Ardenner, wie sieht er denn hier aus? Könnte passen. Ich weiß aber nicht, ob es eine Zugpferderasse ist. Meran würde ich eher nicht sagen. Ich sag mal Ardenner. Nein, natürlich das, was ich nicht kenne. In welchem Land leben die meisten Pferde? China, Mexiko, Vereinigte Staaten von Amerika. Ich würde sagen USA. Ja. Und in der Legende von König Artus heißt Sir Geweinspferd. Arthur, Percival, Gringolett. Ich glaube, Gringolett war es. Ja. 4 Diamanten. Sehr schön. Und jetzt kommen die schwierigsten. Ja. Mal schauen, ob wir den Stier noch irgendwie freischalten können. Welches Sternzeichen liegt dem Stier gegenüber? Löwe, Steinbock, Skorpion. Was heißt gegenüber? Wahrscheinlich. Was könnte. Aber wenn man jetzt diese Reihenfolge wüsste, wann welches Sternzeichen drankommt, dann wäre es wahrscheinlich möglich, machbar, irgendwie das rauszukriegen. Aber.
Was ist der Skorpion? Ich sag mal Skorpion. Okay. In der griechischen Mythologie ist Pegasus ein geflügeltes Pferd. Es wurde geritten vom Helden Herkules, Bellerophon oder Theseus. Ich glaube, Herkules war hier so die. Ja. Die Antwort, die mich als erstes mal genommen habe. Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal und da war es falsch. Aber wer war es? Ich nehme den längeren Namen. Ja. Gut. Das hat ja zum Glück mal geklappt. Jetzt nur noch. Obwohl, jetzt sehen wir ja wenigstens schon mal einmal ein Elite-Pferd und einmal ein. Ja, was ist denn Orange nochmal? Huch. Ah, wir haben eine Kiste freigeschaltet. 10 Diamanten. Auch nicht schlecht. Okay, die nächste gibt es dann bei 20. Selten. Ein seltenes Pferd. Okay. Na gut, dann schauen wir uns erstmal hier die Paddocks an. Hier haben wir wohl, ja, 10 Mal, ist zwar nicht du will, aber okay. Nehmen wir auch. Gut, das werden wir jetzt als Karotten haben wir zwar noch ein paar jetzt, aber nicht viele. Gut, dann geht es jetzt erstmal nach Frankreich. Ja, das vielleicht später. Hier können wir erstmal Äpfel ernten. So. Honig haben wir auch. Und dann haben wir hier noch Honigkekse. Können wir auch mal schauen. Können wir ein paar Honigkekse verkaufen? Die bringen doch bestimmt auch ganz gut Geld. Naja. Besser als nix. So. Auch hier sollten wir den Paddock säubern. Es gibt ja auch mal ein bisschen Geld. Und sogar einen Diamanten haben wir gefunden. Okay. Ach so. Genau, hier hatte ich noch ein Pferd losgeschickt. Fordern wir mal 2 Rubine an. Und was haben wir jetzt? Lebige Rasse. Ja. Schauen wir mal, wen können wir da nehmen? Phoebe. Nehmen wir doch mal Phoebe. In 9 Stunden ist sie dann fertig. Dann bekommen wir nochmal 2 Rubine. Ob wir den amerikanischen Traber noch freischalten können? Ich meine, 2 Stück kriegen wir dann noch. Wie lange haben wir denn Zeit? 18 Tage und 10 Stunden. Vielleicht haben wir ja Glück. Obwohl, was kommt denn als nächstes da? Das können wir hier mal nachschauen. Mustang. Ich glaube, dann warte ich vielleicht doch lieber auf den Mustang. Mustang wäre ja auch nicht schlecht. Na gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns das zu überlegen, falls wir die Rubine noch zusammenbekommen. Aber da denke ich schon mal, haben wir vielleicht Glück. Okay, nein. Nein, nein, nein. Ich wollte gucken, wann es die gibt. Mit 24. Okay, 2 Level noch. Hier habe ich gar nichts. Hatte ich wohl nicht mehr genug Kirschen und Trauben. Einmal das und einmal das. Ja, sehr gut. Ja, ich habe hier auf jeden Fall kein Pferd gekauft. Hier steht eigentlich Phoebe. Die sehen wir jetzt nicht. Ist bereits beschäftigt. Ja, die hatte ich ja schon weggeschickt. So, was sagt denn der Paddock? Hier können wir den eigentlich auch mal aufwerten. 6000. An sich schon gerne mal. Aber wir müssten auch eigentlich Platz schaffen. Auch hier in Deutschland. Naja, gut. Was könnten wir noch tun? Vielleicht nochmal. Die Rennen laufen, genau. Rennen laufen und was sollten wir noch? Äpfel verkaufen. Äpfel verkaufen. Wo haben wir sie? Oh ja, da können wir ruhig mal ein bisschen mehr verkaufen. Mehr als 8. Ranches besuchen. Ja, machen wir das doch auch mal. Schauen wir mal.
Elsa. Elsa sagt mir, glaube ich, nichts. Einfach mal so mittendrin. Vielleicht finden wir ja noch mal ein Pferd, mit dem wir züchten können. Was bist du denn? Quarterstufe 3. Haben wir schon. Tennessee Walker. Tennessee Walker. Stufe 1. Das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Das dürfte ein Jütländer sein, aber Stufe 2 sogar schon. Und hier Canadian Pacer Stufe 2. Nicht schlecht. Dann schauen wir nochmal nach Frankreich. Auch Bretonen. Ne, Haflinger. Haflinger? Boah, zwei Stück. Zwei Stück Stufe 3. Wahnsinn. Connemara Pony Stufe 3. Oh je, jetzt kommt's. Jütländer Stufe 3. Okay, Fjordi Stufe 1 und noch ein Haflinger Stufe 3. Ja, da würde ich sagen, ziemlich gute Pferdchen hier im Stall. Nicht schlecht. Und hier steht die Oase hier oben. Ist auch nicht schlecht. Und süß gemacht mit den beiden Kätzchenbüschen hier. Ist ja auch nicht verkehrt. Immer so ein Busch dazwischen. Okay. Lauren sagt mir jetzt nichts. Einfach mal schauen. Ich glaube, vier Leute mussten wir besuchen. Das sieht. Tennessee Walker Stufe 3. Noch ein Tennessee Walker Stufe 3. Noch einer. Okay. Sehr cool. Also momentan hätten wir hier zumindest noch die Möglichkeit, mit einem Tennessee Walker Stufe 3 zu züchten. Mal schauen. Vielleicht kann ich mir das ja merken. Oder ich muss nochmal mir ein Vermerk an die Folge machen, dass ich mir das nochmal anschaue. American Indians. Aber Stufe 3. Okay. Och, süßen Fohlen. Criollo Stufe 1, eine Stute. Und du bist ein Rocky Mountain. Auch nicht schlecht. Ja, die sind auch schick. Rocky Mountain müsste ich auch nochmal schauen, wie man die züchtet. Das schaffen wir bestimmt noch länger jetzt nicht. Leider. Oh, Fohlen. Canadian Pacer Stute. Quarterstufe 3 Hengst. Was haben wir hier? Irische Sportpferd. Für irgendwas braucht man das doch. Also, Vicky, Stufe 30, Montana. Merken. Da muss ich gleich nochmal hin. Unbekannt. Ja. Gehen wir einfach mal zu unbekannt noch. Dann dürften wir die Aufgabe erledigt haben. Und dann schaue ich nochmal, was ich züchten wollte mit einem. Oh, Gotland Pony Stute. Sehr gut. Ah, wenn die erwachsen wäre, könnten wir mit ihr und Cookie züchten. Das wäre auch nicht schlecht. Also unbekannt Stufe 20 merken und Vicky Stufe 30. Da müssen wir jetzt aber mal schauen. Aber das wäre ja nochmal. Obwohl fehlt mir dazu nicht irgendwas. Ach man, ich muss mir echt mal aufschreiben, was ich hier züchten möchte und was ich dafür brauche. Hickney ist ja auch nicht verkehrt. Irische Sportpferd. Aber was können wir denn damit züchten? Rocky Mountain und Württemberger. Kann das sein, dass ich den Württemberger aus irgendeinem Grund haben wollte? Ja, irische Sportpferd. Morgan, Paint Horse, Criollo. Ach so, genau. Deswegen versuche ich gerade das Morgan zu züchten. Aber hier ist nichts los. Morgan, wie war das? Auf jeden Fall. Wir hatten Lucky und. War das Knight? Steht bestimmt noch. Nee, steht gar nicht hier. Müsste dann. So. Genau. Morgen Stute. Wäre in dem Fall dann, glaube ich, nicht passend, aber
Egal, wir würden auch eine Stute nehmen, aber nein, es wird mal wieder der Canadian Pacer. Einfach mal um Hilfe bitten und dann können wir noch einmal versuchen. Oder wollen wir einfach mal mit dem mit ihrem Pferd züchten? Hat mal, wen haben wir denn jetzt hier überhaupt draußen stehen? Nash, Diagramm, Cookie. Vielleicht mit Cookie? Montana war das. Na komm, lad schneller. Ach nee, das ist ein Hengst. Hä, was habe ich denn jetzt gehabt? Okay, egal, wir schauen mal. Da haben wir eine Stute. Wings haben wir da. Kostet natürlich ganz gut, aber wir versuchen es einfach mal. Was haben wir hier? Ein Canadian? Irische Sportpferd nur 11%. Oha. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Die Chancen sind ja doch ziemlich gering, leider. Aber wir haben immerhin ein Canadian. Du warst doch ein Canadian Pacer? Na gut, das ist ja auch immerhin was. Canadian haben wir noch nicht. Hat sich das wenigstens gelohnt? Huch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier eigentlich die Aufgabe abgeben. Gut, ja, jetzt ist uns aber die Zeit dann doch schon wieder davon gelaufen. Haben wir hier noch blaues Futter? Ja. Verkaufe ich das nochmal? Oder ich warte bis morgen. Könnte ich ja auch machen. Dann laufen wir jetzt noch wenigstens. Habe ich schon wieder vergessen, es war doch Mexiko, oder? Ich wollte nur mal sicher gehen. Ja. Dann machen wir jetzt noch wenigstens einmal Mexiko zusammen und dann mache ich die anderen Rennen, ja, außerhalb der Aufnahme und dann hebe ich mir das mit dem Futterverkaufen für morgen auf, damit wir das wieder zusammen machen können. Ja, nehmen wir jetzt mal den Tennessee Walker und Winnie. Auf geht's. Ach stimmt, Tennessee Walker hätte ich hier auch züchten können. Vielleicht machen wir das dann gleich nochmal. Züchten geht ja recht schnell. Na, das läuft doch ganz gut. Immerhin schon fast 300 Meter. Und da gibt es nochmal Ausdauer. Ja, vielleicht schaffen wir ja die 500 Meter mit ihm. Da hätte ich vielleicht mal springen dürfen. Na gut. So, ja, die 500 Meter schaffen wir gleich, ja. Huch, na super. Ja. Ach schade, in 11 Metern hätten wir hier die Münzen noch bekommen. Schade. Okay. Ja, legendärer Hannoveraner. Ja, kein Wunder. Von den Werten her leicht besser als unser Pferdchen. Aber schick. Na gut, ja, wir werden wahrscheinlich nicht auf Platz 2 bleiben. Mal schauen. So, züchten, ich hoffe. Er müsste ja noch hier in Montana stehen. Dann machen wir das jetzt nochmal schnell. Ja, Zuchtstall ist leer. Gut, unbekannt, Stufe 20 war das. Da. Frankreich oder Montana? Na gut, da können wir jetzt auch nochmal schauen. Okay, es war nicht Montana, die sind alle angezogen. Andalusia. Quarter. Ja, dann war es bestimmt Frankreich. Nö, okay. Ach nee, die waren ja alle Stufe 3. Gut. Nee, dann. Ja, schade. Na gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann wird hoffentlich unser Canadian schon bei uns sein und
Ja, mal schauen. Wir werden dann hoffentlich die Aufgabe noch fertig bekommen und 10 Diamanten abstauben. Hat sich ja doch schon ganz schön was angehäuft an Diamanten. Nicht schlecht. Und ja, mal schauen, was es dann noch so alles zu tun gibt. Also, bis dann. Tschüss.